Zack. Skripgel. Das ist schön. Und hopp. Und hopp. Und hopp. Und hopp. Und hopp. Hier haben wir noch eine Quest von Halli. Hallinier. Mal gucken, was er zu sagen hat. Ja. Hallo. Was treibt ihr hier draußen, mitten im Nirgendwo? Macht ihr einen Spaziergang? Dieser geht oft in dieser Gegend spazieren, meine ich. Meine Fresse, ich muss mal kurz was im Hintergrund machen. Weil ich weiß jetzt nicht, ob man sie hören wird, aber es ist mir jetzt egal. Ich mache mich mal ganz kurz leiser. So, das geht sonst nicht, nicht anders. So, das heißt, das Mikrofon muss man näher ran. Ich hoffe, dass ich jetzt noch zu hören bin. Querti, wenn du mich hören kannst, bitte einmal sagen. Ich muss das jetzt leider so machen. Geht es euch gut? Ihr wirkt nervös. Nervös? Ich? Nun bringt diesen doch nicht zum Lachen. Halincir fühlt sich einfach nur schrecklich. Banditen haben diesen aus seinem Heim vertrieben und ihm seine Ernte gestohlen. Halincir ist ein einfacher Bauer, versteht ihr? Sie werden einen hungernden Bettler aus mir machen. Ich könnte euch helfen. Ihr helft diesem doch, oder? Oh, seid gesegnet. Dieser hat seine Saat in einer Höhle in der Nähe ausgebracht. Sein Sipilu. Bitte bergt meine Notizen und vergiftet das Wasser. Ohne richtige Bewässerung werden die Pflanzen vertrocknen. Es schmerzt mich, sie zu töten. Aber diese Banditen sollen nichts von ihnen haben. Ich will diese Notizen für euch ansammeln und die Ernte für euch vergiften. Ihr seid ein wahrer Heldwanderer. Ein tapferer und edler Krieger. Fallura und ich stehen auf ewig in eurer Schuld. Leb wohl. Okay, wir sollen jetzt, glaube ich, hier rein. Platziert unleserliche Anweisungen bei den Pflanzen. Ich würde aber erst gerne rein, wenn Querti wieder im Chat ist, damit zu sagen, ob, wie ich zu hören bin. Wie mein Voice ist. Oh, ein Vampir-Drachenritter. Würde ich mal meinen. Kann ich eigentlich an meiner Rüstung rumspielen? Nee, ne? Nee, das kann ich nicht. Brunnenkraft-Tinktur erhöht eine Stunde lang Ausdauerregeneration. 1700 Kronen, kann ich mir damit was holen? Ich finde nur im Juni. Okay, Querti, kannst du immer sagen, ob ich noch zu hören bin? Beziehungsweise, ob ich laut zu hören bin? Buch könnte man holen. Red Dead wurde bereits verschoben, ja, aber auch glaube ich schon letzten Monat, ne? Querti, wie ist das Voice? Laut und deutlich, wunderbar. Aber ich sehe nämlich nur den kleinen Pegel links rumspringen. Aber ich weiß, ich kann das selber leider nicht deuten. Aber ich muss das mal kurz ein bisschen hier hin tun. Sonst habe ich das gleich wieder im Auge. Dip, 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 dip. Aber hübsch ist es auf jeden Fall hier unten. Hier vorne ist der Punkt, wenn wir verrecken. Juhu. Streunender Nixhund. Oh, Champion 336, ne?
Naja. Jedem das seine. Hatte gestern viel Pech bei Battlegrounds. Warum? Was ist passiert? Erzähl mal, Querti. Mit Zunder. Wieder einer, der spielt den. Er ist hier, glaube ich, auch Hüter und spielt den Hüter mit Schild. Haben wir jetzt nur der Große jetzt herkam, ob das jetzt getriggert worden ist? Da vorne haben wir von der Nebenquest die Notizen. Also, Rucksack, naja. Nichts wird bewegendes. So, erste Runde. Dachte ich, habe einen super Absprung. Also, als ich landete, stellte sich die Weitsicht ein und es landeten 5 Leute bei dir. Riesenschlägerei. Ist doch geil. Hast du denn wenigstens überlebt? Wohl? Hier vorne sollte ich ja hin, ne? Ist hier auch ein Boss dann eigentlich? Mal so rein platonisch gefragt. Der da vorne sieht aus wie einer, der was zu sagen hat. Guck mal, wir nehmen erstmal die Truhe mit. So, um eins. Und wir haben einen Bossstab. Naja. Immerhin. Ich habe die hier Loop und Truhe hinzugefügt. Die Frage ist, ich soll ja jetzt hier hinten in die Kammer. Okay. Dann machen wir das doch mal als nächstes. Zweite Runde. Ich komme aus Versehen auf F und springe raus. Verschätze mich in das Sonnenland auf der Brücke. Also auf den Träger, springe runter tot. Lol. Okay, du weißt, wie das Spiel funktioniert. Ich war sehr fail-mäßig verdrückt. Zack. Guck, wir waren zu dritt, das war doch easy. Da weiß ich gar nicht, warum die sich anschleichen wollte. Gewittertes Tagebuch. Mike, haha. Sollen wir hier? Ja. Okay, nicht, dass wir hier falsch laufen. Ja, schon, dass ich in der Falle laufe. Ach, die kann man angreifen? Lol. Nee. Ach, das sind die Fliegen. Ach, lol, jetzt habe ich das erst gerallt. C
Svius, der Stockfürst. Eigentlich nicht viel. Na, guckt ja geil auch schon da drauf. Das gefällt mir, dann können wir hier nämlich, wir können nicht, weil ich wieder mal im Kampf bin. Mach her, dann komm. So, platzieren. Dritte Runde. Ich bin wie weit von der Zone entfernt, schnappe mir ein Motorrad, plötzlich Bodenwelle und lande auf dem Kopf tot. Quetti. Du machst Sachen, ey. So, jetzt können wir hier raus und die Quest können wir abgeben. So, das nächste Teil ist hier hinten. Untersuche Balmora. Oh ne, Quatsch, wir haben hier vorne noch. Vergifte die Ernte. Ja, da drin bin ich Chef. Schwarm kaputt und die gleich den nächsten Attacke. Da kommt schon der nächste Schwarm. Was ist denn so ernst? Ja, danke. Kann ich jetzt mehr, oder brauchst du auch Hilfe? Ich hau jetzt auf. Ich bin Arschloch, ich hau ab. Nein, was ist denn jetzt? Oh nein, was habe ich getan? Okay. Das schon, ich komme da nicht raus. Quilly, erklär doch mal, wie es dir heute geht. War denn dein Tag schon? Was macht die Arbeit? Ach, höher. Wir können es verlassen. So, jetzt können wir aber erstmal die Rüstung ranziehen. So, die Schärpe ran und dafür kriegen wir dann die Rohlederschuhe. Guck mal, kann hier drin reiten. Das ist geil. Hat geht ja auf mich, ey. Oh, die Menschen kämpfe ich nicht gerne. Obwohl es hier ein Irrglaube ist. Hier droppen wir leider nicht die menschlichen Kreaturen den geilen Scheiß. Hier droppen wir alle leider nicht. Quetti, ey. Du bist ein Pechvogel. Du tust mir irgendwie leid.